Einen wunderschönen guten Morgen vom Bahnhof in aller Herrgottsfrühe. Es ist kurz nach 6. Leute, normalerweise würde ich jetzt schon in der Bahn Richtung Flughafen sitzen, aber ich fahre ja super selten Bahn von hier. Das ist, keine Ahnung, früher kannte ich mich immer aus, aber hier ist es halt nicht der Fall. Und ich habe nicht gecheckt, dass die Flughafen-S-Bahn heute von dem anderen Gleis fährt. Naja, und so habe ich hier gewartet auf meine S-Bahn und mich gewundert, dass die gar nicht angeschlagen ist, bis ich dann gecheckt habe, die da gegenüber steht scheinbar so lange dort, weil die zum Flughafen fährt. Also bin ich losgesprintet und habe versucht, diese S-Bahn noch zu bekommen. Mit meinem kleinen Koffer bin ich die Treppen hochgesprintet, aber sie ist mir genau vor der Nase weggefahren, typisch. Jetzt muss ich 20 Minuten auf die nächste warten. Zum Glück habe ich genug Zeit eingeplant, bin schon eingecheckt, muss nur noch den Koffer loswerden. Aber auch das geht ja dank Safe-Check-In mittlerweile relativ schnell. Also zumindest keine Verspätung, nur selbstverschuldete Dummheit. Okay, Leute, eine Uber-Fahrt, die scheinbar nicht enden wollte später. Ich habe schon Lisa und Clarissa am Flughafen aufgegabelt. Wir haben uns das Uber geteilt und sind jetzt schon im Hotel angekommen. Es ist auf jeden Fall direkt mitten in der Stadt und sehr schnuggelig. Auf jeden Fall geräumig, mein Zimmer soweit. Und wir machen natürlich so typisch, wie das hier auf YouTube halt ist, eine klassische Roomtour, gell? Hier kommt man rein. Dann habe ich hier einen Schrank, den ich jetzt gleich direkt... Oh, hier ist sogar ein Bügelbrett. Ist ja mal amazing mit Bügeleisen. Da hätte ich ja meinen Steamer gar nicht mitnehmen müssen. Das ist ja der Hammer. Und Beleuchtung, Leute, was sagst du? Guck mal, und dann haben wir hier schön einen kleinen Schreibtisch, Spiegel. Aussicht gibt es leider nicht, weil das ist irgendwie Innenhof und das ist, glaube ich, nicht so schön. Aber ja, ansonsten großes geräumiges Bett. Und hier ist das Badezimmer, das auch echt, ja, eigentlich ganz cute ausschaut, Leute. Schöner großer Spiegel, Beleuchtung, ist auf jeden Fall auch on point. Kann man sich nicht beklagen. Wir machen den obligatorischen Bettentest. Ja, fühlt sich gut an. So, ich bin jetzt schon geschlagene, lasst mich auf die Uhr gucken, 5 Stunden unterwegs. Und habe langsam Hunger. Das heißt, ich werde jetzt nur schnell meine Sachen ein bisschen sortieren und dann treffen wir uns gleich schon in 10-15 Minuten wieder mit den Mädels und dann suchen wir uns erstmal einen schönen Brunch-Spot. Das Wetter ist halt eher so bescheiden, so typisch London-like, halt sehr bewölkt, aber das ist nicht schlimm, Hauptsache es regnet nicht. Und dann gibt es auch erstmal den ersten Kaffee. Ich hatte noch keinen Kaffee, nur Wasser bisher heute Morgen. Ulala. Irgendwie, es gab keinen Moment für Kaffee. Kennt ihr vielleicht manchmal. I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of. Wenn es hässlich wird, schneide ich es nicht rein, versprochen. Okay. Sagst du das einfach mit mir? Okay, leg los. Oh, das war sexy. Ja, der nächste Tag, der nächste Morgen. Ich habe schon gefrühstückt, flott, und bin jetzt nochmal schnell hoch aufs Zimmer. Und jetzt geht's dann langsam los zur Location, Leute. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das Programm ist richtig voll und freue mich aber jetzt auch echt auf den Tag. Und ja, mal schauen, wen ich noch so treffe. Natürlich auch das ganze Amazon-Team, freue ich mich immer sehr drauf. Und gestern Abend hatten wir noch ein schönes Dinner, habt ihr ja gesehen, mit ein paar Mädels, und es war auf jeden Fall auch sehr nice. Und jetzt legen wir mal los und starten den Tag. Ja,
Leute, ich habe eine ruhige Ecke gefunden. Alles gut, Kathi. Wir sind gerade jetzt hier im Beauty- und Fashion-Studio. Das ist natürlich hier voll unser Motto. Ja, auf jeden Fall direkt hier schon Content Production. Ich muss nicht flüchten. Und genau, hier sind tatsächlich ein paar alte Bekannte aufgetaucht, Leute. Meine Hassliebe Ballerinas, ihr wisst Bescheid. Aber die mag ich natürlich sehr gerne. Ihr erinnert euch, Dream Pairs. Sehr, sehr, sehr nice Schuhe, ein paar schöne Schlappen. Ist eher so ein bisschen neutral alles. Und ich glaube, ihr alle kennt den hier. I love it. Das ist wirklich ein richtig, richtig nicer Schmuckständer. Und auch die Ohrringe habt ihr bestimmt schon mal bei mir gesehen. Ja, und ansonsten gibt es hier so ein bisschen Inspiration. Eher alles wieder so ein bisschen neutraler. Aber auch auf jeden Fall für die Sommergarderobe richtig, richtig cute, Leute. Was soll man dazu sagen? Daily Ritual liebe ich auch sehr. Und super süße Sommerkleidchen. Finde ich auf jeden Fall richtig nice. Und ich habe auch diese Schlappen hier schon entdeckt, die mir auch extrem gut gefallen. Die finde ich wirklich sehr hübsch, muss ich sagen. Könnte ich mir vielleicht mal bestellen und ein Outfit mitstylen. So Leute, die gute Kathi und ich, wir entdecken jetzt hier den neuesten heißen Scheiß. Ja, mega schön. Die Trendbrille des Jahres. Total. Aber irgendwie bei dir finde ich es mega geil mit den pinken Haaren. Aber bei dir passt sie perfekt zum T-Shirt. Also Leute, einmal in die Kommentare, is it a go or a no? Ich sag mal no, ne? No. Die Beauty-Experts, die gehen hier gerade voll ab. So. Sandy, was hast du da feines gefunden? Oh mein Gott, die liebe ich, die Sache. Ich liebe es Sol de Janeiro. Ich auch. Und ich habe mir jetzt gerade die Violette gekauft. Und die, hast du die schon? Ich wollte unbedingt schnuppern. Ist die geil? Das ist mega. Oh mein Gott. Und ich liebe auch die rosa Rote. Ja, und ich, was wisst ihr, ich liebe dieses Body Oil. Kennst du das? Ja. Das ist das Beste. Das ist so geil, auch für die Cellulitis, Leute. Wusstest du, dass es das als Haaröl gibt? Ich hab das als Haaröl. Okay. Mhm. Und es riecht wirklich eins zu eins. Leute, das sind die besten Tipps heute hier schon wieder. Alright, Leute, nicht mehr das allerbeste Licht hier. Es wird langsam schon Abend und ich habe mich in mein Kleid für heute Abend geworfen. Das habt ihr ja beim letzten Haul dann jetzt noch gesehen gehabt. Und ich muss sagen, der Tag ist auf jeden Fall, es ist immer jede Menge. Ne? Ihr wisst, ich zahle ja öfter solche Events, wenn ich dort bin und ich weiß, es ist für euch halt immer so ein bisschen schwierig, vielleicht das zu transportieren. Es ist sehr voll, es sind viele Menschen, es sind viele Eindrücke, es gibt viel Input durch die Vorträge und so, aber es ist gleichzeitig auch einfach so, so cool. Ich habe wieder so viele nette neue Menschen kennengelernt und das freut mich einfach immer mega. Ja, weil, keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, es sind einfach so viele coole Creator da draußen und ich finde es einfach schön, dass man dann so eine Plattform bekommt und eine Möglichkeit bekommt, auch einfach sich kennenzulernen. Und da aus ganz, ganz vielen verschiedenen Nischen und Branchen und Themen und so weiter einfach Kontakte knüpfen zu können. Ja, und ich frische jetzt noch mein Make-up auf, dann ist hier auf jeden Fall Dinner- und Abendprogramm. Ich werde auf jeden Fall so ein kleines bisschen was mitfilmen, aber ich lasse die Vlogcam hier. Ich nehme nur das Handy mit. Ich bin sehr aufs Dinner gespannt. Wir sind im German Gymnasium in London. Keine Ahnung, was das wird. Ich lasse mich komplett überraschen. Und ja, dann schauen wir mal, wie der Abend noch so läuft. Und dann haben wir morgen noch einen halben Tag Event, bevor es dann auch wieder zurückgeht schon. Also zack, ist irgendwie gefühlt die Woche rum. So schnell kann es gehen. I promise I'll show up when your life's too rough. If you wanna have me there, I know I'm like a walking space. No matter how you talk with me, you never know what's up.
Alright, Leute, ich bin zurück aus London. Natürlich ist jetzt schon ein Tag später. Ich habe echt am Freitag, als ich wieder richtig zu Hause war, einen kompletten Tag erstmal so ein bisschen Zeit zum Relaxen gebraucht. Also ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich stelle das fest, je älter ich werde. Solche Kurztrips oder auch generell Reisen schlaucht mich schon enorm. Also gerade vor allem, wenn man halt auch viel unterwegs ist, wo man dann super viel quatscht, neue Eindrücke, die ganze Zeit irgendwie Input kriegt. Also sei es dann durch super viele spannende Vorträge, wo man ja auch, keine Ahnung, auf verschiedenen Sprachen unterwegs ist. Man wechselt die ganze Zeit zwischen Englisch und Deutsch hin und her und unterhält sich mit so vielen Leuten, lernt neue Leute kennen. Also das ist immer, finde ich persönlich, super, super toll und ich liebe das. Das gibt mir immer so viel positive Energie, sozusagen auch wieder für meine Arbeit und so, keine Ahnung, Inspiration einfach, weil ich dann sehe, wie machen andere das, was sind denn ihre Erfahrungen und auch sich mit Leuten einfach auszutauschen, die das Gleiche machen wie ich schon seit vielen Jahren. Das ist immer mega, mega cool, aber auch gleichzeitig sau anstrengend und ich brauche dann echt immer erstmal so ein bisschen, um wieder klar zu kommen und irgendwie wieder so richtig zu Hause zu sein. Und dann haben wir am Samstag jetzt komplett eigentlich, habe ich mich geerdet, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben nämlich den Garten gemacht, ich habe ganz viel Unkraut gemacht, das habe ich euch auf Insta gezeigt. Also, ja, keine Ahnung, das hat mir dann echt direkt so gut getan und voll schönes Wetter jetzt gestern und heute auch. Und das ja, lädt dann ein bisschen so meine Energielevel wieder auf für nächste Woche. Aber ich habe auf jeden Fall super viele coole Ideen und ich bin mir sicher, dass ich auch wieder ein bisschen mehr so Kurzvideos machen werde. Ihr wisst, ich bin hier so ein altes YouTube-Girl. Ich mache gerne die langen Videos, quatsche mit euch ganz in Ruhe und ich weiß, ihr liebt es auch. Aber es ist halt trotzdem auch irgendwie für mich als kreativ schaffende Person einfach eine schöne Herausforderung, so in kurze, knackige Videos einfach richtig coolen Content irgendwie zu kreieren und die auch wirklich ansprechend zu gestalten. Das catcht mich selber immer sehr, so als meine persönliche Challenge. Also da werde ich mich auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr mit beschäftigen. Und ansonsten, was gibt es noch zu berichten, Leute? Erstmal mein Charlotte Tilbury Puder, rest in peace, ja. Genauer gesagt, in pieces. Ich habe schon den Spielkoffer aufgemacht und gesehen, so, okay, es ist alles voller Puder. Das war halt, um ehrlich zu sein, war es ja auch schon angezählt und jetzt ist es so komplett zerbröselt. Ich gucke mal im Internet nach Tipps, ob ich da irgendwie was schauen kann, also mal gucken kann, ob ich das irgendwie repariert bekomme, weil der Großteil vom Puder ist noch da und die sind ja auch nicht gerade geschenkt. Ich guck mal, also falls ich da irgendwie eine super Lösung finde und das Ding repariert bekomme, lasse ich euch das auf jeden Fall wissen. Und ansonsten wollte ich mit euch gerade einen schnellen, kurzen Mini-Haul machen. Also ihr habt ja gesehen, es gab so ein paar Fashion-Items, die ich gesehen habe. Ich habe mir da was auf den Listen bei mir abgespeichert. Ich werde das alles mal teils shoppen. Ich habe euch auch auf Insta gefragt, weil nämlich Pepe Jeans London da war, obviously, ob wir ein Video zur neuen Kollektion machen wollen. Und es waren, glaube ich, auf Instagram echt super viele von euch, die gesagt haben, oh ja, bitte. Okay, ich finde es jetzt gerade nicht mehr wieder, aber es waren, glaube ich, über 85%, die gesagt haben, so doch gerne ein Haul dazu, weil die Sachen echt richtig, richtig schön aussahen. Das heißt, haltet da ganz gerne ein Auge offen. Da kommt demnächst dann auf jeden Fall ein Pepe Jeans Haul. Und ich habe natürlich auch neue Sachen bei Amazon Essentials und Basics gesehen, die mir auch extrem gut gefallen haben. Also auch dazu werde ich definitiv zügig wieder ein Haul machen. Und dann noch zwei Mini-Sachen, die ich mir selber gekauft habe. Ich war ja den ersten Tag mit Clarissa und Lisa ein bisschen shoppen und da habe ich mir hier bei Reserved diesen Leinenblazer mitgenommen in so einem schönen, zarten Rosa. Den hatte ich dann auch direkt am ersten Event-Tag an, habe den jetzt gerade auch mal frisch gewaschen. Ich habe den in der Größe L geholt, also eine Nummer kleiner, weil der in L einfach besser saß und ich kriege den sogar fast zu, liebe Leute, aber ich kaufe ja Blazer bewusst kleiner, weil ich dann finde, dass die einfach besser sitzen und der ist richtig, richtig schön. Also er gefällt mir sehr, sehr gut. Das Material ist auch auf jeden Fall voll in Ordnung. Moment, ich sage es euch. Sind 55% Leinen und 45% Viskose. Also auch wegen Innenfutter und so. Aber der gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich blende euch das Foto nochmal ein, wo ich den anhatte. Sieht halt auf Jeans einfach mega lässig aus im Frühjahr. Und ja, ich schaue mal, ob ich den finde online, dass ich euch den verlinken kann. Ansonsten müsst ihr einfach mal bei Reserved schnuppern gehen. Puh, so, ich werde den mal gerade in der Waschküche holen. Habe ich nämlich auch frisch durchgewaschen. Und zwar waren wir noch bei Intimissimi. Und da habe ich tatsächlich ein
trägerlosen BH gefunden, Leute. Ich erinnere mich an Zeiten, da habe ich bei Intimissimi irgendwie nirgendwo reingepasst. Scheinbar haben die sich ein bisschen angepasst an die Größensituation, die tatsächlich gebraucht wird. Ich habe dort diesen trägerlosen BH gefunden. Den hatte ich dann auch abends direkt beim Event unter diesem Kleid an. Ich blende euch das hier ein. Ich muss aber euch schon direkt sagen, ich weiß noch nicht, ob ich ein richtiger Fan bin und so eine ganz klare Empfehlung aussprechen kann. Weil der hat zum einen nur hier unten diese Klebestreifen, diesen Kleber, seht ihr das? So, dass das halt hält. Das hat er hier oben halt gar nicht. Das hatte früher mein heißgeliebter Fenty, der ja leider mir zu groß geworden ist, halt, der passte ja nicht mehr. Und der war halt auch ziemlich durch und kaputt, hatte das halt nicht. Der hatte auch überall sozusagen halt Klebestreifen, also hier vor allem auch. Und ich finde, der ist halt sehr breit. Also ich hatte wirklich das Problem, dass der halt teilweise so ein bisschen am Kleid rausgeguckt hat. Ich meine, bei so einer Abendveranstaltung, wenn da eine Party ist, es fällt halt nicht so richtig auf. Ne? Der ist ja auch sehr beige, das heißt, das verschwindet so ein bisschen in meinem Hautton. Aber trotzdem, also, ja, und so eine richtig geile Brust macht er jetzt nicht. Also ich hatte jetzt halt keinen Ausschnitt in dem Sinne, weil es war ja so ein Neckholder darunter. Also bequem ist er. Halten wir mal fest, was ist positiv. Er ist bequem. Er ist mir auch nicht runtergerutscht oder so. Aber ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt sowas hätte mit so richtig Ausschnitt, macht er halt nicht so eine schöne Brust. Also nicht so ein schönes Dekolleté. Wisst ihr vielleicht, was ich meine? Und ich finde halt auch, der sitzt dann hier unten so, der pusht halt null. Also klar, ist auch kein Push-Up in dem Sinne, aber keine Ahnung. Ich denke, ich werde mir einfach meinen heißgeliebten Wonderbra nochmal in einer Nummer größer holen, weil der ist mir jetzt so ein Ticken zu klein. Ich weiß nicht, was mit meinen Bobs los ist, Leute. Sie werden momentan größer und kleiner. I don't know. Ich weiß echt gerade nicht, was da so abgeht. Aber ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn gekauft. Ich verlinke ihn euch mal, wenn ich ihn finde. Müsste es aber auch online geben. Aber ich weiß jetzt noch nicht so richtig, ob ich da eine Empfehlung für aussprechen kann. Vor allem, weil der auch umgerechnet echt 42 Euro gekostet hat, was echt pricey ist für so ein BH. Und der Blazer lag übrigens so um die 50 Euro. Was jetzt auch nicht gerade ein Schnapper ist, aber das war halt so ein Gauf, weil ich dachte, oh geil, gefällt mir. So, jetzt gucken wir mal gerade noch schnell. Ich hoffe, es langweilt euch nicht zu sehr. Wir machen noch ein Mini-Haul schnell, was es so auf dem Event gab. Ich habe euch schon von Pepe erzählt, von Amazon Essentials, Amazon Basics. Da kommt auf jeden Fall dazu. Das waren halt für mich so persönlich die spannendsten Sachen. Und dann habe ich Aussie dort entdeckt. Kennt ihr Aussie noch? Die gab es wirklich mal früher. Ich würde behaupten, so in meinen Anfang 20ern, also ungefähr vor rund 15 Jahren, Leute. Ich erschrecke manchmal selber, wie alt ich bin. Bei DM in der Drogerie. Und ich habe tatsächlich auch das, ich glaube, Miracle Moist heißt die Serie. Das war mein Go-To-Shampoo und Conditioner. Irgendwann sind die in der Drogerie in Deutschland einfach verschwunden. Und ich dachte halt, die Marke gibt es vielleicht einfach gar nicht mehr. Und schwuppdiwupp sind die auf dem Event. Und Herbal Essences auch. Also ich war total fasziniert. Und es gab halt hier diesen Leave-In Conditioner, diesen 100 Hours Hydration Serum, Super Serum heißt es. Ich habe den jetzt schon einmal benutzt, als ich jetzt gestern meine Haare gewaschen habe. Ich habe die Luft trocknen lassen, wundert euch nicht. Und was soll ich sagen? Ich finde Hydrating-mäßig richtig nice. Ich werde den jetzt mal eine Zeit lang testen. Verlinke euch den auch schon mal in der Videobeschreibung, weil bisher finde ich den echt richtig gut. Und vor allem riecht der halt auch geil. Ich habe mich ja zuletzt noch so über das L'Oreal Serum da beschwert, was ich da gekauft habe. Also der hier auf jeden Fall schon mal alleine vom Geruch her eine deutlichere Empfehlung. Dann waren auch NYX, Maybelline und L'Oreal dort. Ich habe relativ viele Sachen von NYX, wisst ihr, und auch ein paar Favoriten von Maybelline. Und ich habe dann was, also sie haben mir was mitgegeben, was ich noch gar nicht kenne, kann ich noch nichts zu sagen. Und zwar den Instant Anti-Age Perfector 4-in-1 Glow Make-Up. Den habe ich bekommen in der Farbe Fairlight, Primer, Concealer, Highlighter und BB-Cream in einem. Leute, ich habe absolut keine Ahnung. Ich werde es austesten und euch gerne auf dem Laufenden halten. Dann gab es einiges von Amazon selber. Und zwar verschiedene Masken. Einmal hier so eine
Soothing Mask, also eine beruhigende mit Aloe Vera und eine Plumping mit Rosenwasser. Die muss ich ein bisschen testen, weil Rose ist ja bei mir etwas schwierig. Hätte ich mal besser vorher reingeschaut. Und ich glaube, da waren auch so Eyepatches eigentlich noch mit dabei. Egal. Auf jeden Fall so Sheetmasken benutze ich ja gerne unter meiner LED-Maske. Von daher ist es ganz nice. Und ich muss sagen, die Skincare-Produkte von Amazon sind super unterschätzt. Ich habe euch irgendwann letztens auch mal so eine Bodylotion gezeigt, so eine kleine, die echt mega günstig ist. Die kostet irgendwie nur 3 Euro oder so. Und es ist so eine Body-Butter. Und da haben mir so viele von euch geschrieben, dass sie sich tausendmal bedankt haben für die Empfehlung, weil die so unfassbar gut ist. Also schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Bei den Masken kann ich jetzt noch nichts sagen. Ich werde sie mal testen auf jeden Fall. Aber die Sachen sind sehr unterschätzt, weil die sind echt gut. Und dann ein kleiner Fun-Fact, da habe ich dann mich so ein bisschen im Gruppenzwang hingegeben. Der ganze WC-Bereich war so ein bisschen gesponsert von WC-Ente. Von WC-Ente benutze ich halt super gerne diese Stempel. Also das heißt, das ist so eine Plastiktube, ja. Und dann stempelt man quasi den WC-Erfrischer in die Schüssel rein. Ich liebe die Dinger. Ich benutze sie schon seit so vielen Jahren. Da hat mich Daniel drauf gebracht. Der hatte die schon ewig. Und naja, dann standen wir dann irgendwann vor diesem WC-Ente-Regal und dann verselbstständigte sich das und wir haben halt einfach alle mitgenommen. Also habe ich dann zweimal diese WC-Ente-Stempel mitgenommen. Einmal ein Garden Escape und einmal Tropical Adventure, Leute. Also falls es für euch eine Empfehlung ist, there you go. Aber ich finde diese Stempeldinger hier richtig, richtig nice. Naja, also das so viel zu dem London-Event. Ich muss sagen, mir hat es wieder richtig Freude gemacht. Vor allem freue ich mich immer, wenn ich das ganze Amazon-Team treffen kann. Ihr wisst ja, die sind ein langjähriger Partner von mir und ich finde es immer so schön für mich. Das ist für euch natürlich nicht so super relevant, aber für mich ist es einfach schön, wenn ich so auch die Gesichter zu den ganzen E-Mails immer bekomme, dass man die Ansprechpartner einfach mal dort treffen kann. Man kann sich ein bisschen austauschen, über die laufenden Kampagnen sprechen. Also für mich ist das halt immer so ein richtig, richtig krasser Mehrwert. Und was ich natürlich immer besonders cool finde, ist, andere Creator wieder zu treffen. Die ich schon kenne, waren ja auch einige dabei, die ich schon kenne, aber auch wieder super viele neue Creator, die ich kennengelernt habe, auch aus Deutschland insbesondere. Es waren diesmal echt ziemlich viele Deutsche da. Ich glaube, wir waren über 40. Und das finde ich immer super toll. Also ich mag das wahnsinnig gerne. Ich habe unter anderem ja auch Kati kennengelernt, Maxim habe ich kennengelernt und dann noch so ein paar Instagram-Mummies. Auch eine super spannende, ganz andere Nische einfach. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es richtig, richtig cool. Und ich fand es auch cool, dass auch noch ein paar andere YouTuber da waren. Weil wir sind immer so ein bisschen so die meisten machen eigentlich eher Instagram und TikTok. Und wenn dann so andere YouTuber da sind, ist das irgendwie immer so, ah, okay, cool, wenigstens noch irgendjemand auf dieser Welt, der scheinbar auch YouTube macht, ja. Das ist ja irgendwie immer so ein bisschen seltener geworden. Obwohl wir natürlich obviously wissen, ihr schaut ja dieses Video, YouTube wird noch sehr, sehr viel geschaut tatsächlich. Und das fand ich dann halt einfach echt mega schön, muss ich sagen. Ja, Leute, und jetzt gucken wir mal, dass wir bei diesem schönen Wetter noch was Feines machen. Aber an der Stelle beende ich einfach den Vlog. Ich wüsste jetzt nicht, was ich euch da noch reinquetschen soll. Nächste Woche geht es dann wieder ganz normal weiter mit unserem üblichen Wusel-Dusel-Kram, ja. Und natürlich, was ist schon wieder Wusel-Dusel? Ich erfinde immer Dinge, Leute. Ich sag's euch. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie und was davon für euch interessant war, dass ich auch in Zukunft weiß, hey, ist es überhaupt was, wo ich euch mitnehmen soll? Ja, nein. Ich persönlich finde das immer schön, einfach mit euch zu teilen, letztendlich, wie mein Leben ausschaut in diesem Vlog. Ja? Das ist halt nun mal mein Life. Und wenn dann so ein Event da ist, für mich ist das was total Tolles, weil mir diese Möglichkeiten ja auch durch euch gegeben werden. Also wenn ihr nicht wärt, wenn ihr nicht schauen würdet, dann würde ich zu sowas nicht eingeladen werden. Und dafür bin ich riesig dankbar und euch dann nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch, dass ihr immer so supportive seid und Bussi, Bussi, Bussi. Ich verlinke euch, wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung. Alle Outfits, die ihr gesehen habt, die ich getragen habe, findet ihr unten. Und ihr wisst ja auch, ich habe auf Amazon meine eigene Storefront, also meinen eigenen Shop, wo ich euch immer aktuelle, coole Sachen zeige, die ihr bei uns im Haushalt seht, im Garten, die Klamotten, mein Beauty-Kram, alles, was ich halt super gerne von Amazon habe. Weil ganz ehrlich, Amazon hat halt auch einfach oft ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und von daher schaut gerne da rein und freue mich über ein Däumchen nach oben natürlich und sage bis nächste Woche hier im Vlog. Tschüssi!